Es sind Bilder, die für Aufregung sorgen. Während der Deutsche Bundestag über die Milliardenhilfen für Griechenland debattiert, ist einer offenbar richtig gelangweilt. Ausgerechnet unser Finanzminister Wolfgang Schäuble wurde dabei erwischt, wie er sich auf seinem Computer mit Rätselspielchen beschäftigt. Irgendwie peinlich. Die Zahlenspiele, die Wolfgang Schäuble hier während der Griechenland-Debatte an seinem Laptop löst, sorgen zurzeit für ordentlich Gesprächsstoff. Ah, das ist ein ganz schön peinlicher Vorgang, finde ich. Ihr solltet aufpassen, was da vorne passiert. Vielleicht hat er Langeweile gehabt, dass er so Doku-Rätsel lösen musste. Ist einem gegönnt. Jetzt muss man Schäuble allerdings zugutehalten, dass er nicht der Einzige ist, der hin und wieder abgelenkt ist. Mein Finanzminister. Oder seine Spielchen macht. E-Mails und Kurznachrichten verschickt. Oder nach ein paar Minuten gleich einnickt. Und das seit eh und je, egal wie laut gebrüllt wird. Hier offenbart sich doch ein Abgrund von sozialer Verwahrlosung. Ja, natürlich. Sie haben keine Ahnung, wenn Sie, also dann müssen Sie noch... Herr Präsident, können Sie diesen Schrei halt mal abstellen? Aber im Hinblick darauf, dass die Aufnahmefähigkeit eines Teils der Mitglieder des Hauses offenbar nachhaltig eingeschränkt ist. Da kann ich nur sagen, Prost Mahlzeit. Kein Theater. Schönen Dank für die Aufmerksamkeit, Ihnen ist noch manches erspart geblieben. Schäubles Rätselspiele sehen die meisten gelassen. Und mal ehrlich, ein paar Denksportaufgaben zwischendurch können doch so viel nicht schaden.